Willkommen in Rhyme City, einem wahren Fest der Harmonie zwischen Menschen und Pokémon. Tim, dein Dad war in diesem Polizeirevier eine Legende. Wenn du nur annähernd so gut bist du wie er... Bin ich nicht. Ich erinnere mich. Als du klein warst, wolltest du Pokémon-Trainer werden. Ja, daraus ist nicht so richtig was geworden. Ist hier jemand? Wer du auch bist, ich kann hiermit umgehen. Mist, geht das wieder los. Ich weiß, dass du mich nicht verstehen kannst, aber leg den Tacker weg, weil ich sonst Stromstöße abgebe, die dich zwicken. Hast du gerade geredet? Wow, sag nicht, du verstehst mich. Oh mein Gott, du kannst mich verstehen! Stopp! Ich war sowas von einsam. Die wollen immer mit mir reden, hören aber nur Pika Pika. Sie kann ihn doch hören, oder? Pika Pika! Ja, Pika Pika Pika. Er ist zauberhaft. Du bist zauberhaft, die verstehen mich nicht, Junge. Kann ihn keiner verstehen? Ich brauche kein Pokémon. Punkt. Und ein Weltklasse-Detektiv? Denn wenn du deinen Paps finden willst, bin ich perfekt. Wir werden das schaffen. Wir beide. Pure Magie hat uns zusammengebracht. Und diese Magie nennt man Hoffnung. Wir bringen dich zum Reden. Oder mach eine Pantomime. Ja. Sag uns, was wir wissen wollen. Röhre. Ja, okay. Eine Dose. Stoßen. Schieben. Ich stoße Menschen weg, dann hasse ich sie, weil sie mich verlassen. Er sagt, schieb's dir sonst wohin. Ich soll's mir sonst wohin schieben? Es reicht. Nein, Rollentausch. Ich bin der böse Kopf, du der Gute. Nein, 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 wir sind keine Kopf. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt.